Wer hat an der Uhr gedreht? Heute wäre der Ausweichtermin gewesen von den Print Days von Werk 2, und auf die wir uns alle sehr gefreut haben. Und ja, leider wieder verschoben ins nächste Jahr. Und deswegen möchte ich mich heute kurz melden. Mein Name ist Michael Saarländer, bin einer der Geschäftsführer bei Zelum. Zelum, falls Sie noch nichts gehört haben von uns, wir sind einer der führenden Anbieter für Digital Asset Management, beschäftigen uns mit Content und Collaboration, haben knapp 1000 Kunden in 40 Ländern. Dazu gehören tolle Unternehmen wie Hilti, 3M, Ricola, Cartier, Volvo, die Hugo Coburg, Zeppelin Randall, die Linde Group, FC Bayern München oder der WWF. Also quer durch alle Branchen. Und ja, ich möchte mich heute kurz melden, weil wir wären einer der Hauptsponsoren oder der Hauptsponsor gewesen. Aber ich denke, ich sage es auch im Namen von den anderen Sponsoren und auch von den Teilnehmern. Wahnsinnig schade, lieber Horst Huber und liebes Team von Werk 2, dass euer Event verschoben wird, weil das einfach immer ein toller Treffpunkt ist für die ganze Branche, wo man sich einfach nicht nur mit Kunden trifft, sondern einfach auch mit Partnern und tolle Gespräche hat, gute Insights bekommt, was am Markt passiert, und das werden wir vermissen dieses Jahr. Unser Beitrag wäre gewesen oder wird sein im nächsten Jahr alles rund um die Herausforderungen, die mit Content zu tun haben. Es wird eine Anleitung geben, wie Sie Silos abbauen können. Wie komme ich hin zu einer Single Source für Content? Wie kann man agil zusammenarbeiten im Marketing und dabei endlich Prozesse spielerisch einhalten? Aber auch, wie kann ich Content orchestrieren mit einem hohen Grad an Automatisierung, wie Machine Learning, AI eingesetzt, so gut wie es geht. Natürlich immer gewürzt auch mit Einblicken von ein paar der Unternehmen, die ich vorhin genannt habe, aber auch vielleicht ein paar andere. Das finde ich immer am spannendsten, wirklich von den Besten lernen und einfach was Gutes mitnehmen dann. Wenn Sie nicht abwarten wollen bis zum 1. und 2. Juni 2021, dann schauen Sie gerne bei uns mal vorbei auf der Website www.zelum.com. Wir geben Ihnen auch gerne ein paar Einblicke davor. Fragen Sie einfach nach einer Demo an. Und insofern danke fürs Zuhören. Wir freuen uns alle aufs nächste Jahr, auf die Print Days, und beste Grüße aus München von Zelum.